Alter, ist der Song geil. Hallo und herzlich willkommen bei Morgenstern, einem österreichischen Indie-Game von, ich glaube, 2 Entwicklern. Ich war auf der Game City vor 2 Wochen oder so und die Demo ist schon ein paar Tage draußen und habe mit den Entwicklern von Morgenstern gesprochen und erstens war ich dir mega sympathisch und zweitens fand ich das Spiel von der Idee her sehr geil, weil wir ein Roguelike Extraction Dark Fantasy Mittelalter mit Souls-like Elementen haben. Das Coole an diesem Game ist, etwas, das Extraction Shooter oft haben, ist so ein starker PvP-Fokus. Das Game hier hat all die Elemente, aber kann auch komplett im PvE gespielt werden. Und das ist was ich sehr feier. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich irgendwie, ne, weil wir haben uns da auf die Game City mit diesen Presseausweisen geschlichen. Und ich habe gar nicht erwähnt, dass ich irgendwie irgendwas mache, weil mich kennt eh kein Schwanz. Aber der Kollege hat es erwähnt und jetzt fühle ich mich dann schuldig, wenn ich es nicht irgendwie aufnehme zumindestens. Und je nachdem, entweder Cut ist für einen Hauptkanal oder ihr seht das auf dem Uncut-Kanal. Das ist jetzt die Frage, wie wir es machen. So. Also, how to play, ich guck mal. Prepare and gear up, find companies or embark alone, smash statues and start trials, earn reputation and plunder loot, die and lose all your reputation and loot. Das klingt nach dem, was wir machen werden. Dungeons und epische Gegner bekämpfen. Jetzt auf einmal übersetze ich auf Deutsch, gute Idee, mittendrin, damit der Bezug zu all dem bloß nicht da ist. Genau, extracten und abhauen, stronger und unlockieren, new areas und so weiter. Ich bin gespannt. So, das hier ist, glaube ich, dieses Assassin's Creed Easter Egg. Den haben sie eingebaut, so just for fun. Den habe ich zum Beispiel, der war da in der Demo noch nicht drin. Ich weiß gar nicht, wen ich gespielt habe. Ich habe ihn hier gespielt. Das sind die Charaktere, die es gibt. Paulchen Panther gibt's. Finde ich schon mal geil, der Name. Anton Acherus, Ari Assassinus, Hector Hexus, Oklo Orcus. Mir ist ja gar nicht aufgefallen, wie dämlich cool die Namen sind. Gut, also ihn hier habe ich schon mal gespielt. Eben als gestern. Dann würde ich jetzt einfach mal ihn hier zocken. Na, gehen wir die Reihenfolge durch. Und Start Session. So. Okay, also, es ist natürlich eine Demo, es ist ein sehr früher Bild, das dürfen wir nicht, das muss man immer bedenken. Optisch sieht es schon mal ziemlich nice aus. So, und hier bekomme ich jetzt Waffen. Schaufel ist wohl auch eine Waffe. Ich muss die Maus ein bisschen langsamer machen, ich glaube, so ist besser. Kann ich 2 Waffen benutzen? Sieht nicht so aus, aber dieser Tisch hier, der, okay, man kann schon mal alles durch die Gegend prügeln. Gefällt mir jetzt schon mal. So. Wir sehen auch sehr cool aus. Ich muss mal kurz gucken. Link Alt war ausweichen. Wir sind auf jeden Fall deutlich langsamer als mit dem ersten Charakter. Das könnt ihr jetzt nicht wissen, aber... Da ist ein Drache. Hallo? Ich habe den gerade gesehen. Das könnt ihr jetzt nicht wissen, weil ihr habt ja nicht gespielt. Aber naja. Okay. Das mit dem Waffe wechseln, da bin ich noch ein bisschen... Ah, auf 2 muss ich... Genau. Das mit dem Inventar ist ein bisschen noch ungewöhnlich. Hier gibt es ein Schild. Das nehme ich mal mit. Ich hätte gerne so ein klassisches Schwert oder so. Es gibt ja auch dann 2-Handwaffen. Es gibt Magie. Ihr seht hier unten, seht ihr diesen lilanen Balken. Das ist mein Mana. Dann haben wir oben die Rüstung etc. Ich habe in der Demo hier diese Goblins gemacht. Das hat übrigens... gut funktioniert. Und dann habe ich die Orks gemacht. Die sind nämlich wesentlich stärker. Aber leider, da bin ich kurz vorher abgekratzt. Ich meine natürlich, ich habe das absichtlich für den Unterhaltungszweck von den Entwicklern habe ich es verkackt. Natürlich hätte ich das locker geschafft, wenn ich gewollt hätte. Aber ich wollte einfach sympathisch sein. Ja, weil das habe ich sonst auf ganzer Linie verkackt. Moment, ich habe dein Axt-Symbol gesehen. Aus dem Weg. So, man kann auch bessere Sachen finden. Die sind dann wahrscheinlich, ne, also grün. Das habe ich zumindest vorher schon beim Anzocken eben auf der Game City gesehen. Game City. So. Aha, ist hier eine Sichel oder so? Sichel? Na, Sichel. Ne, wir nehmen schon die Axt.
müsst ihr sich am Anfang mit Basic-Werkzeug klarkommen. Naja. Und Roguelike bedeutet, wir gehen drauf, gleich alles weg. Ne? Und deswegen muss man sich hier seine Schritte gut überlegen. Und ich finde dieses Element immer sehr geil. Und deswegen finde ich das mit PvP, ich mag das. Da komme ich nicht weiter. Ich mag es einfach, wenn es in meiner eigenen Kontrolle liegt. Und wenn du in PvP einen Spieler hast, der einfach gottlos besser ist als du, dann verreckst du und kannst nichts dagegen tun. Hier mit PvE-Fokus ist es meine Schuld. Ja? Und das ist etwas, was ich mag. Also ich meine, natürlich ist in dem anderen auch meine Schuld, aber hier ist es wirklich, sag mal so, komplett meine Schuld. Hier ist es nicht so ein gewisses Glück, wie welchen Gegner kriege ich überhaupt? Wer ist da mit mir in dem Dungeon, ne? Wie bei Dungeonborn zum Beispiel. Okay, ich bin aber ziemlich schnell. So, ich glaube, R konnte ich diesen Superangriff machen, genau. Da Rechtsklick kann ich blocken, Linkssteuerung kann ich blocken. Okay, das sind die Orks. Komme ich hier auch noch rein? Ja, let's go. Wir reißen erstmal die Burg ein. Oh, hallo. Gut, da sollen wir ja dann erst später hin. Ich gucke mich nochmal kurz hier ein bisschen um. Dann können wir doch bestimmt hier irgendwo auch noch eine Tür eintreten oder einschlagen. Die Burg gefällt mir schon mal sehr gut. Ich habe, wir waren so spät bei der Demo. Also als wir die gezockt haben, da war es schon relativ spät. Hier habe ich, glaube ich, schon probiert. Hier ging es nicht weiter. Genau. Da waren wir schon, ich kann Angriffe hier auch aufladen. Ja, geil. Okay. Gibt es einen Shield Bash? Nee, aber du kannst direkt aus der Deckung schlagen. Okay. Und da war es halt schon sehr spät und ich wollte eigentlich da eigentlich am liebsten schon alle Charaktere durchgespielt. Ich glaube, das machen wir auch. Wir zocken einfach mal alle Charaktere oder gucken einfach mal, wie weit wir mit einem kommen und dann gucken wir mal weiter. Wie gesagt, keine Ahnung, wie ich das hier, ob ich das cutte, wenn es interessant oder lustig wird für den Main-Channel. Wenn nicht, dann kommt es halt auf dem Uncut-Kanal. In jedem Fall herzlich willkommen. So. Okay, wir gehen mal die Goblins holen, glaube ich jetzt. Ich glaube, ich habe mir jetzt hier soweit alles angeschaut. Wahrscheinlich liegt irgendwo eine epische Waffe, die ich einfach übersehen habe. Sag mal da, was ist bei den Orks hier? Die sind grün. Die Goblins auch. Dead Rising, Undead Rising da hinten ist gelb. Da kriege ich eine Waffe. Was kriege ich für die Goblins? Ein Schwert. Okay, wir machen die Goblins. Ich slapp dem hier mal in den Hoden. Ja, it's raining goblins, kill the goblins. Die Entwickler sind übrigens aus Wien und... Oh! Oh! Oh, damn! Okay. Bin hier, bitch! Muss erstmal ganz kurz... Okay, die machen aber gut Schaden. Der hat mich gerade einmal getroffen. Die machen gut Schaden. Au, ja, also... Die sehen auf jeden Fall nicht so aus, als würden sie so gut Schaden machen. Aber, okay. Oh. Also man merkt schon, au, man merkt schon, dass hier Geschwindigkeit gar nicht so unwichtig gewesen ist. Oh, die Mucke ist halt schon mal mega geil. Da packst du irgendwelche Rock-Metal-Mucke rein, da bin ich schon happy. So, check your stats. Ah, ich level automatisch oder wie oder was? Wer bist du denn? Hallo! Hinlegen. Waves cleared. Okay. Wo Belohnung? Da Belohnung. Guck mal. Let's go. Jetzt habe ich ein Schwert. Kann ich mir genau anschauen? Ah, guck mal. Du kannst doch hier... Hier ist nochmal die Controller-Steuerung. Gibt's also auch. Hier oben ist mein Level. Der XP-Balken ist sehr lang. Sehr lang. Okay, let's go. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann müssen wir... Soll ich die Undead Wave probieren? Ich meine, die Orks... Ah, stimmt, die werden ja auch immer stärker, ne? Und da würde ich auch ein besseres... Komm, wir machen nochmal Goblin, let's go. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Goblins Shower, kill them all. Das finde ich ja irgendwie geil. Ah, guck mal, die sind jetzt Stufe 2 und die drücken auch nochmal ein gutes Stück mehr als vorher. Wollt ihr Leben mitnehmen? Hilfe! Beseitigt mich bitte nicht. Ah, ich muss E drücken. Okay. Oh, 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 was soll das denn? Weg hinfort mit dir! So, ich bin Level 3, also wir steigen wohl ziemlich schnell am Anfang. Aber ich schätze das... wo willst du hin? Hallo? Macht der Mittagspause, oder?
Bam! Bam! Oh, 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 nein, nein, wir wollen mich hier nicht cornern. Ich drücke immer noch Linkssteuerung zum Ausweichen von Witcher 3 etc. Aber wir schaffen es trotzdem noch. Später wird mich so ein Fehler bestimmt sehr bestrafen. Die Goblins sind aber sehr nett, die lassen mich schön aufladen und... Okay, und dann kann ich Baseball spielen mit ihrem Gesicht. Das ist doch toll. Drei Enemies sind noch alive, okay. Also erstmal muss man sagen, für eine Demo, die Performance ist gut, die ist richtig gut. Das Game sieht ziemlich gut aus, aber die Performance ist auch nice. Das ist was, ja, auch bei Demos noch nicht so ist. Ciao, hau rein, Bruder. So, okay. Geil. So, ah ne, einer lebt noch. Ah, da ist er. Wäre eine Schande, wenn denn jetzt jemand in die Brücke reinmassiert. Tja, wird gelaufen. Oh, 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 oh. Never mind, guys. Ihr dürft das doch nicht so persönlich nehmen, wenn ich hier... Okay, das Schwert geht ja übel hier ab. Oh. Hier ist das Schild. Ist das besser als das, was wir haben? Ich glaube, es ist dasselbe, ne? Ah, ne, hier ist das Schild. Das sieht auf jeden Fall besser aus, als das, was wir haben. So. Ich kann mir aber nicht zufällig... Attack Power, Attack Speed. Ändert sich das? 11, 1. Warte mal. Ich kann ja den hier mal tauschen. Gibt es irgendwo ein Inventory? Nee, ich kann Stats checken. Alt war ausweichen, R war die Spezialattacke, genau. F wären dann Tränke und sowas. Okay. Dann gucke ich doch mal hier hinten zurück. Jetzt kriege ich hier mehr Leben scheinbar. Da kriege ich noch einen Morgenstern. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt sehe, was von meinen Waffen kann ich hier so drüber hovern. Common Bastard. Common Sword. Common Shield. Gut, die scheinen dann wahrscheinlich von den Werten her eh gleich zu sein, wenn die gleich heißen. Ich würde da gerne in so einen Dungeon reingehen, aber ich habe Schiss, dass ich direkt weggeklatscht werde. Weil die Orks haben mich schon ziemlich gefetzt beim letzten Mal. Komm, ich glaube, ich probiere... Die Goblins waren jetzt auch in der dritten mit Stufe 3 nicht wirklich schlimm. Und wir sind ja jetzt auch schon fast Stufe 4. Komm, wir machen die Undeads mal als nächstes. Die Unvater. Slay them, Undead Rising. Ah, das sind Skelette nur. Ich habe jetzt mit irgendwelchen Killer-Zombies oder so gerechnet. Ja, gut. Ah, die halten aber trotzdem mehr aus. Die halten aber trotzdem mehr aus. Die Zahlen am Boden sind meine XP übrigens. Aua. Unterlassen sie... Oh, da sind die Zombies. Oh ja, und der macht auch wesentlich mehr Schaden. Okay. Der Typ ist kein Joke. Und meine Rüstung ist auch fast im Arsch. Scheiße, was mache ich denn da? Hilfe! Ich bin Pazifist! Jetzt nicht mehr. Okay. Check your stats. Wie kriege ich denn Rüstung wieder? Ich würde gerne Rüstung haben. Ja, den hier hatten wir ja schon, aber ich würde gerne... Da kriege ich jetzt dann wieder ein Schwert. Ich glaube, was viel Besseres bekomme ich hier nicht, ne? Ich glaube, was viel Besseres bekomme ich hier erstmal nicht. Wahrscheinlich muss ich dafür irgendwo in den Dungeon und mein Schutz ist halt im Arsch. Und ich weiß nicht, wie... Ich finde das geil, dass der Drache hier immer irgendwo rumfliegt, auch wenn ich nur den Schatten gerade gesehen habe. Ich weiß aber, er ist da. Ich bin nicht verrückt. So. Da geht's nicht rein. Okay. Wir haben jetzt 51 Enemies gekillt, so rum. Ah, und hier extract ich jetzt aus... Ich probiere das jetzt einfach mal. Ah, okay. Gut. Leaf Lobby. Ich wollte noch mal kurz gucken. Der rote ist der Dungeon, genau.
Ich wusste nicht, dass man aus der Starter-Area auch extracten kann. Dann ist das quasi auch nochmal wie ein Dungeon. Okay. Gut. Wir probieren es einfach nochmal mit ihm hier. Wobei der Skelett-Dude in der Demo, den fand ich irgendwie cooler. Okay, dann starte ich aber wieder von vorne, okay. Das heißt, hier extracte ich dann quasi raus. Moment, aber ich habe meine Sachen und so noch. Ich habe meine besseren Sachen habe ich noch. Das heißt, ich kann eigentlich extracten, um meine Rüstung wieder aufzufüllen, ne? Weil die ist jetzt wieder so bei der Hälfte. Ich schätze mal, dass es die Rüstung ist. Was soll denn das sonst sein? Die Haltbarkeit von irgendwas? I don't know. Wie ich jetzt hier weiterkomme, würde mich halt interessieren, dass ich in den Dungeon komme. Kann halt sein, dass es in der Demo noch gar nicht drin ist. Das wäre auch möglich. Und natürlich, die Charaktere sind jetzt auch noch nicht so... Die sehen zwar geil aus, aber die werden noch alle relativ ähnlich funktionieren. Oh. Weil so ein Magiesystem und sowas, das hast du ja auch nämlich eben mal in 2 Minuten hier reingeballert. Ne? Aber sonst ist hier alles wieder wie vorher. Nur, dass wir die Türen wieder eintreten müssen. Boome. Okay, das heißt, hier bin ich jetzt wieder beim Anfang quasi. Und ich bin auch bei Level 1. Okay, ich muss mich dann wieder hochleveln, okay. Na komm, dann machen wir es interessant und gehen direkt in die Undeads rein. Let's go. Die Unvater. So, da hat er nochmal kurz überlegt beim letzten Schlag, ob er das wirklich will. So, oh. Tschu. Okay, ich werde ja einfach die ganze Zeit die Skelette durch die Gegend schießen, weil es lustig ist. Nein, das ist unfair. Mich, oh, ich bin aber schnell. Also für so einen fetten Ritter bin ich sehr schnell. Das ist geil. Tschu. So. Oh, oh. Abmarsch. Krieg ich Fallschaden? Ich teste jetzt einfach. Nö, easy. Oh, da ist der komische Ritter-Dude wieder dabei. Okay, Panzerung und Leben ist scheinbar dasselbe. Das heißt, wenn ich auf meine Lebenswerte achte, dann... Die sind aber jetzt schon Stufe 3 gewesen. Habe ich das richtig gesehen gerade? Hier lebt doch noch irgendwo einer. Hallo, wo ist er denn, der Letzte? Ich überlege jetzt einfach gleich gegen die Orks reinzugehen. Ach, was macht der denn hier hinten? Aber wenn du hier bleiben willst, gut, dann ciao. Okay, die halten schon viel mehr aus. Die Goblins kann ich die ganze Zeit damit durch die Gegend kicken. So, extract or start new wave. Okay. Karen-Alarm? Moment. Karen-Alarm? Jetzt will ich wissen, was das ist. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein random gewählter Name. Kill all the medieval Karens. Nein, ist es nicht. What? Oh. 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 What the fuck? Warum? Ah, die sind ja One-Shot. Runter von meinem Rasen. Uno Reverse Card. Ich hab dich nicht gefilmt. Au, 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 au. Scheiße, die ruft die Polizei. Moment, das hier ist meins. Runter von meinem Grundstück. Okay, das ist ja saugeil. Oh, das ist ja saugeil, okay. Ich liebe es, wenn du so ein Spiel hast mit einem epischen Setting, was sie aber dann nicht so ernst nimmt vom Gameplay her. Feier ich. Oh, hallo! Scheiße, sie hat die Polizei gerufen. So. Gut. Und wie es dann wieder so ganz instant super leise wird. Finde ich auch geil. Ah, Moment. Oh, oh. Oh, was haben... Einen Zweihänder. Na, Moment mal. Oh, der ist aber sehr langsam. Oh, der ist aber sehr langsam. Da muss ich gucken, ob ich mich mit dem anfreunden kann. Ich probiere es einfach mal aus. Wieso habe ich denn jetzt das... Nee, Moment. Das bessere Schild nehmen, bitte.
So. Ich kann jetzt so switchen und dann so. Okay, ich muss das Schild immer extra ausrüsten. Das könnte mir zum Verhängnis werden, wenn ich da nicht dran denke. Okay, also wir haben jetzt das erledigt. Ich mache noch einmal eine Goblin-Runde, aber nur, weil ich wissen will, ob ich mit dem Zweihänder überhaupt umgehen kann. Attack Power ist 1 höher jetzt. Das war vorher, glaube ich, 11. Boah, das ist schon sehr langsam. Das ist schon sehr langsam. Also ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Das ist schon sehr langsam. Ich mag normalerweise lieber Einhandwaffen. Die sind aber jetzt wieder Stufe 1, ne? Oh, Alter. Mein Nachbar. Den habe ich in Morgenstern 2 rüber gelootet, gejietet. Piu! Ja gut, das ist natürlich jetzt easy, wenn die wieder Level 1 sind. Ja, immer her mit euch. Goodbye. Goodbye. Okay, die sind sogar durch Schild One-Shot. Ciao. Ciao. Oh, man merkt schon, ich hab schon gut Leben verloren, ne? Also, ich weiß, es ist auf jeden Fall, guck mal, der ist schon sehr langsam. Ich drück ganz normal. So, einmal noch, dann probiere ich die Orks. Ich entscheide jetzt in der Runde, ob wir dann bei der Waffe bleiben. So, kann ich die auch one-shotten? Ja. Piu! Oh Gott. Was ist hier eigentlich mein Finisher? Derselbe, okay. Ey, der braucht aber kaum Mana. Ich kann den eigentlich spammen die ganze Zeit. Nö. Nö. Kommst du denn so hier komisch von der Seite her? Okay. Ja, ich spiele halt gerne mit dem Charge-Angriff und dafür ist das Ding irgendwie schon geil. Die stehen ja nur rum, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Mein Schwert essen zum Beispiel. Hallo, der hat gar keinen Bock mehr, der denkt sich so, nee, kein Bock auf die Scheiße. Aua. Oh, ich habe den hinter mir getroffen sogar. Au. Brauch Leben, bitte. Ciao. Ciao. Einer lebt noch. Einer hat sich wieder verpisst. Habe ich doch gerade gesehen, oder? Ja. Ey, was macht der denn mit der Leiche hier? Oh. Oh, es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. Mad Goblin. Oh, oh. Ja, gut. Guck mal, die Brücke, das sieht cool aus. Guck's dir mal genauer an. Strike. What? Strike. Dip. Strike. Freak. Okay, das macht übelst Fun. Ich weiß, mein Affenhirn ist sehr schnell satisfied, aber das ist halt auch cool. Okay. Ich hätte jetzt gerne wieder volles Leben. Das ist ein bisschen mein Problem gerade. Ich will nicht unbedingt gegen die Orks so jetzt rein. Weil die sind auf jeden Fall ein bisschen stärker. Ah, komm. Es macht so viel Spaß. Ich prügel hier noch einmal die Goblins weg. Weil da steht gerade beim Reward Leben. Und dann heal ich mich voll und dann probieren wir den Ork. Hallo! Ah, die ist immer noch One-Shot. Ja gut, ich bin aber jetzt schon wieder Level 5. Aua, aua, aua. Ey, Moment. Moment. Mich boxen ist... Boah, dieses... Alter, dieses Chargen während dem Sprinten ist halt doch irgendwie auch ehrenlos. Nein? Oh, Alter, okay. Aber ich krieg immer noch nichts zum Healen. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Ja, fair. Fair. Also, die haben mich ganz schön beseitigt. Die haben mich ganz schön beseitigt, Junge. Da oben steht meine Reputation. Die ist nicht im Minus, muss ein Bug sein. Ist für jeden Charakter gleich. Ja komm, wir nehmen Ari Assassinus als nächstes. Mit der habe ich mehr Rüstung sogar als mit Paulchen Panther. Und mehr Mana.
Na komm, wir machen mal mit dem Charakter weiter. Let's go. So. Ari Assassinus. Wir nehmen wieder einfach die Axt. Wobei, irgendwie hätte ich auch Bock auf eine Schaufel. Ist vielleicht eine Zweihandwaffe sogar. Moment. Das ist eine Einhandwaffe, Zweihandwaffe als Einhandwaffe. Ich glaube, ich hau dir jetzt die Schaufel ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie gut das Ding blocken kann. Wo habe ich denn nochmal das Schild gefunden? Okay, also die Goblins haben mich dann, die haben mir schon gut gegeben. Da muss ich aufpassen, auf jeden Fall. Was ist ihr Special Move? Ein Schild, okay. Aber der frisst aber auch instant die Mana weg. Eieiei. Hält aber auch eine ganze Weile, ne? Ja gut, wenn wir dann irgendwann... Oh, ausweichen ist auf jeden Fall mit ihr wieder ein bisschen schneller. Wenn wir dann irgendwann Magie und sowas haben, dann... Ah, hier. Let's go, mit der Schaufel. Mit der Schaufel. So, testen wir mal. Ey, die ist ja noch schnell. Die ist schnell und hat eine große Reichweite. So. Strike. One. Piu. Warum macht das... Das macht zu viel Spaß. Ich habe doch wirklich irgendein Problem oder so. Wieso... Macht das hier so... Jetzt, weißt du, jetzt kriege ich die Heilung die ganze Zeit in den Arsch geschoben, jetzt wo ich sie nicht brauche. Hätte ich eben mal gebraucht. Paulche Panther ist gestorben, weil die Goblins nichts gedroppt haben. Warte mal, kann man parryen? Ich glaube nicht. Der hat mich auch gerade... Hat der mich gerade... Mein Schild... Wo ist mein Schild? Lass mich mein Schild suchen. Die Schaufel ist jetzt aber... Die Schaufel ist kein Witz. Ich glaube, die Schilder können brechen mit der Zeit. Kann das sein? Hier lebt wieder einer. Lass mich raten. Der hat sich wieder nachher... Moment mal. Wie lange hält denn bitte dieser Schildzauber? Oder ist es ein Bug, dass der immer noch angezeigt wird? Und was ist eigentlich die Anzeige mit dem Morgenstern-Logo über mir? Ah. So. Und das Wetter ist sofort wieder, hat sich sofort wieder beruhigt. Ich nehme das Schwert hier mal mit, aber... Nee, Moment, Moment. Die Schaufel bleibt. Bleibt dieser Zauber jetzt, dieser Schildzauber jetzt unendlich lange? Oder ist das ein... Weil mein Mana auch wieder... Ah nee, das Mana geht die ganze Zeit leer nebenbei. Beim Angreifen geht das leer. Heißt es, ich habe beim Angreifen quasi einen Schutz, oder was? Ah, das ist wie Quen bei Witcher, okay. Aus dem Weg! Diesmal lasse ich mich ja nicht von euch hops nehmen. Sagt ihr, und wir von ihnen hops genommen. Boah, das mit Magie und so und dann irgendwelche Feuerbälle da rein spammen, das schon auch, wäre auch schon geil. Aber jetzt auch gespannt, wie viel Damage dann der Ogre-Charakter macht. Tschüss! Nein! Ist das geil! So! Oh, 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 der will zur Treppe. Okay, kein Problem, da. Ich habe mir einen Fahrstuhl gebaut. So, wo ist der letzte? Also dieses Schild könnte noch nützlich werden, wenn wir dann gegen viele auf einmal kämpfen. Und dann einfach eine Zweihandwaffe und durch. Ciao. Jetzt spawnen aber halt auch wirklich nur ein paar Gegner auf einmal. Und wenn dann halt, so wie eben, der 30 auf einmal im Arsch stecken, ist schlecht. Ist generell, klingt auch schon unangenehm, kann man sich, glaube ich, vorstellen. So. Und das war die Situation eben. Bei Strike One. So. Easy. So, die nächste Welle wäre jetzt die, wo wir eben gestorben sind, ne? Das heißt, ich hole mir jetzt mal das Schild. Ich habe volles Leben. Gut, die Rüstung ist mittlerweile weg, aber... Moment, hier lag auch noch irgendwas Grünes. Ja, der... Ne, wir nehmen... Obwohl, die Schaufel ist halt eigentlich... Das Ding hier müsste eigentlich stärker sein, ne? Weil es grün ist. Der ist ja noch schneller. Oder kommt mir das nur so vor?
Egal, wir probieren das jetzt aus. Let's go. Okay. Diesmal gehe ich nach hier hinten. Ich muss doch eigentlich nur in Bewegung bleiben. Und ich darf eigentlich nicht so sehr in die Spawngebiete hinten reingehen, sonst werde ich umstellt. Man kann bestimmt dann später auch selber noch sich leveln. Ich sehe hier gerade nichts, aber wenn das Schild ausgeht, dann weiß ich, wurde gehittet. Dann muss ich schnell wieder Mana reindrücken. Aber ich habe ja unnormal viel Mana. Das geht so schnell gar nicht leer. Es regeneriert sich schneller als alles andere. Okay. Oben steht jetzt Max. Das heißt wahrscheinlich, ich habe gerade so das Beste, was geht für diesen Abschnitt sozusagen, ne? Oh, Level 5. Und jetzt bin ich doch wieder hier drin. Es sind aber nur 7. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden die machen. Weil der Vierer hat mich schon... Der hat mir schon übel gegeben. Okay. Das heißt, das wäre jetzt so, dass... Oh, hier gibt es doch noch eine bessere Waffe. Es gibt doch noch eine bessere Waffe. Fuck. Aber wie komme ich da hinten? Denn muss ich das Burgtor hier nieder... Habe ich gerade einfach die Leiter da abgerissen im Vorbeigehen? Was bin ich denn für ein Chat? Ich glaube, das geht kaputt. Ich weiß ja nicht, ob ich auf den jetzt Bock habe. Bin mir unsicher. Ghost of Hiroshima. Da gibt's, oh, da gibt's ein Katana oder irgendwas. Oh no, das sieht nach ganz vielen Möglichkeiten zu sterben aus. Und hier würden wir dann in den Dungeon kommen. Okay, okay. Ich würde gerne den Dungeon sehen, aber ich habe jetzt keinen Bock, Ariana Assassinus von Anus zu töten. Da, es spricht einfach nicht so... Ausdauer habe ich scheinbar auch wirklich unendlich und ich bin gottlos schnell. Komm, die Orks will ich jetzt noch vorher klatschen. Moment, die waren hier. Komm, die Orks ist hier draußen so das Schwerste. Kill your first Orc. Ach, kommt nur einer. Das wäre sehr nett tatsächlich. Oh. Ja, die halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Oh, und Skelette sind auch dabei. Okay, gegen große Gegnermassen. Oh ja, die halten ordentlich was aus. Kann ich hier drüber jumpen? Nein. Okay, ich darf hier oben eigentlich nicht sein. Ich darf mich hier eigentlich nicht cornern lassen. Das klingt nach Tod. Okay. Bei den Orks habe ich auf jeden Fall wesentlich weniger Ausweichmöglichkeiten. So, Wave Mode 0. Okay. Ist das ein Feuerzauber? Let's go. Da bin ich sofort dabei. Let them suffer. Magie jetzt noch mitnehmen. Wusste ich gar nicht, dass es schon gibt. Ja, beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Bam. Bam. Aus dem... Jetzt stirbt doch endlich. Oh oh. Der sieht ja übelst geil aus. Ja, ja, komm nur her, komm nur her, komm nur her. Oh, nicht so schnell. Okay. Okay. Sind hier noch andere Wizards?